Ja, hallo, weiter geht's mit meiner Interviewreihe und ich habe heute einen mega extrem coolen Gast dabei, nämlich den Alex Düsseldorf-Fischer. Und Alex ist ein Immobilienmillionär, also von dem können wir heute eine ganze Menge lernen. Und bevor ich jetzt alles vorwegnehme, Alex, ich würde einfach mal sagen, herzlich willkommen in meiner Interviewreihe. Und stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du, woher kommst du, was machst du, ja, und wie bist du Immobilienmillionär geworden? Das ist ja richtig krass. Naja, okay, also kurz, mein Name ist Alex Fischer, ich bin Jahrgang 1973. Ich bin Sohn zweier Lehrer, habe mich selbstständig gemacht, schon mit Anfang 20 und habe relativ schnell, dank einiger Mentoren und Ratgeber, die richtigen übergreifenden Gesetze zum Thema Finanzen, Unternehmertum und Geld bekommen. Und das hat mich, stell dir vor, du hast vor 20 Jahren schon einigermaßen dem richtigen Know-how angefangen und hast es relativ früh angewendet, dann ist es jetzt eigentlich gar nicht so schwer. Ich bin ja nicht mehr so jung wie du. Deswegen, also vereinfacht gesagt, ist so, ich habe bayerisches Abitur gemacht, hab dann eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann, Spezialgebiet Lebensversicherung. Lebensversicherung deswegen, weil das nicht so versicherungslastig ist, sondern Geldanlage, Hypotheken und so weiter. Bin da mehr oder weniger durch Zufall hingekommen. Heute muss ich sagen, das war einer der besten Zufälle, die haben passieren können. Und ja, auf die Art und Weise habe ich gestartet und habe ursprünglich mit Finanzierungsvermittlung gestartet. Und meine Eltern selber sind, wie gesagt, Lehrer. Die fanden es nicht toll, dass ich mich selbstständig machen wollte. Fanden aber Immobilien schon immer toll. Also hatten schon immer irgendwelche Immobilien am Start selber auch. Und so bin ich damit ein bisschen aufgewachsen und habe das Ganze dann perfektioniert. Der Anfang war sehr hart. Also die ersten 5 Jahre habe ich ziemlich auf die Fresse gekriegt. Dann ging es 10 Jahre ziemlich gut bergauf, auch mit Hilfe von über 27, 29 Immobilienunternehmer, die ich dann so Stück für Stück ausgequetscht habe. Wie macht man das richtig? Und dann so, ja, ich würde sagen, so seit 5 Jahren weiß ich, wie Champions League ausschaut, so in etwa. Okay, hört sich mega interessant an. Und du hast ja gerade gesagt, du hast eigentlich im Bereich Versicherung eine Ausbildung gemacht. Wie bist denn du dann auf Immobilien gekommen? Naja, also grundsätzlich ist es keine wirkliche, also Lebensversicherung ist eigentlich wie eine Bankerausbildung ohne Bankschalter. Weil da geht es um Aktienanlagen, da muss das Geld angelegt werden, da werden Kredite rausgegeben und so weiter. Also ein Lebensversicherer ist ja wie eine große Bank, wenn man so möchte. Und deswegen hört sich das jetzt so versicherungsmäßig an, ist es aber eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich, wie gesagt, eine Bankerausbildung ohne Bankschalter. Was bedeutet, dass du eben mehr lernst? Ich habe dann während meiner Zeit als Auszubildender, da habe ich 1.000 Euro verdient im Monat, 1.000 D-Mark, sorry, war das. Und habe dann nebenbei schon meine Immobilie vermittelt, da habe ich 35.000 D-Mark dran verdient. Und dann habe ich noch eine Finanzierung vermittelt, da habe ich 20.000 D-Mark verdient. Und dann dachte ich mir, ey, das ist ja super, wenn das so weitergeht, dann machst du doch einfach das. Genau, leider ging es dann nicht so weiter. Das war ein Unterschied zwischen Lucky Shots, also ob man das irgendwie mal leicht hinkriegt oder ob man das skalierbar dauerhaft hinbekommt. Okay, dann sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage, weil du bist ja mega, mega erfolgreich. Also du bist für mich eigentlich das Paradebeispiel für ein perfektes passives Einkommen. Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist nicht immer alles so easy gelaufen. Was war denn auf deinem Weg zum Erfolg? Und du hast gesagt, es sind so knapp 15 Jahre gewesen, bis du wirklich in die Champions League kamst. Ja, was waren da die größten Probleme, die du hattest auf deinem Weg zum Erfolg? Hast du dir da vielleicht selber im Weg gestanden? Hast du Beinchen gestellt bekommen? Was war das Schwierigste? Naja, sagen wir mal so, damals dachte ich, ich hätte Beinchen gestellt bekommen. Heute denke ich, bin ich selber schuld gewesen. Also damals habe ich eher den äußeren Einflüssen die Schuld gegeben. Heute weiß ich, dass ich es eigentlich selber verursacht habe. Grundsätzlich, und das ist auch das, worüber ich dann mein Buch geschrieben habe. Sorry, wenn ich hier kurz einspringe, aber das ist. Ja, ich zeig's auch mal kurz. Ich hab's nämlich hier liegen. Ich hoffe, du hast die zensierte Version. Mit meinen Fingern zensiere ich gerade. Okay, du hast das Tada, gleiche Bleib. Okay. Also die Reiche heißt die XXX. Vom Prinzip, der Untertitel ist einfach mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär. Das geht auch. Das ist zwar anstrengend und hart, aber es geht. Was aber eigentlich der wichtigste Punkt bei dem ganzen Spiel ist, also deine Frage, was waren so die Hauptprobleme?
Also ich habe einen Fehler gemacht in der Denkweise. Ich dachte immer so, diese Sache, wenn man sie beherrscht, dann hat man es geschafft. Oder wenn man das kann, dann hat man es geschafft. Oder wenn man das kann, dann hat man es geschafft. Und immer war ich so auf der Suche nach dem ultimativen Ding. Und tatsächlich weiß ich heute, dass Erfolg eigentlich wie so eine Art Kette ist, die aus so mindestens 40 bis 45 Gliedern besteht, die du jeweils einzeln beherrschen musst, was nicht heißt, dass es groß schwierig ist, sondern du musst ein paar Gesetze kennen, du musst diese Sachen beherrschen, musst gewisse Skills haben, und das ist unabhängig davon, ob jetzt Immobilien oder nicht. Und wenn dir davon 3, 4, 5 fehlen, kann es sein, dass du schon so knapp vom Durchbruch bist. Das sieht aber aus, wie wenn du meilenweit entfernt wärst. Und also um da mal ein Beispiel zu geben, wenn du nicht in der Lage bist, durch die Augen anderer Leute zu schauen und darin in Übung bist, hast du ein Problem. Wenn du nicht wirklich verstehst, was Manieren sind und wie man sie verwendet, hast du ein Problem. Wenn du nicht weißt, wie man sich an VIPs heranpirscht und Kontakte knüpft und pflegt, dann hast du früher oder später ein Problem. Ja, egal in welcher Branche, ob Immobilien oder nicht. Oder wenn du nicht weißt, dass du, egal was du machst, es erst eine gewisse Zeit eine Wurzelbildung geben muss oder eine Energetisierung, so nenne ich das in meinem Buch, dann schätzt du die Sachen falsch ein und gibst zur falschen Zeit auf oder erkennst nicht den Unterschied zwischen, hey, der Wagen bewegt sich, oder ich reite ein totes Pferd. Ne? Das muss man ja zum Beispiel unterscheiden können. Und viele von den Fehlern, wo ich damals dachte, da ist die Welt gemein zu mir, sage ich heute, ja, wenn du das Wissen gehabt hättest, was du heute weißt, dann würdest du nicht den anderen die Schuld geben, sondern würdest sagen, selber schuld. Ne? Beispiel, ein Fehler, den viele machen, viele Leute verstellen sich ein bisschen. Ja, und sind nicht wirklich so, wie sie selber sind, und sind nicht wirklich authentisch. So, jetzt muss man aber wissen, Leute folgen Leuten mit gleichen Zielen und Werten. Man sollte sich also sehr genau überlegen, welche Werte möchte man nach draußen kommunizieren. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Rapper nimmst, der findet das cool, oh yo, die Bitches und weißt du, so Zeugs, das findet der vielleicht alles ganz cool und das ist auch alles ganz, ganz toll. Was er nur vergisst, ist, dass ihm dadurch nicht gerade loyale oder nette Leute folgen. Und das wird ihm früher oder später um die Ohren fliegen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. So, das heißt also, mit deinem eigenen Verhalten auch, wie du mit Leuten umgehst und so, bestimmst du auch, welches Umfeld du anziehst. Und das sind halt zum Beispiel so Sachen, weißt du, ich habe mich da früher beschwert, ich bin ja nur von Arschlöchern umgeben. Ja? Tatsächlich war ich wahrscheinlich das Oberarschloch und deswegen habe ich die alle angezogen. Und das sind halt so die Sachen. Also wie gesagt, das kann man leider nicht so pauschal beantworten, dass man sagt, wow, das war jetzt ein Punkt, weil das ist es nämlich genau nicht. Sondern es ist wirklich eine Kette mit 40 bis 45 Gliedern, und wenn dir zwei oder eine davon fehlt, kannst du keinen Zug auf diese Kette machen. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Und heute mit meinem Wissen könnte ich eigentlich, also jetzt angenommen, ich wäre jetzt heute pleite, wäre ich in 5 Jahren ähnlich wieder da, wo ich jetzt bin. Einfach weil ich genau weiß, welche Pianotasten man spielen muss. Und das gibt eine ziemlich coole Sicherheit. Weißt du, wie ich meine? So, das heißt, als Unternehmer kennt man das ja, oh Gott, was ist wenn, und Existenzängste oder keine Ahnung was. Aber wenn du einfach weißt, nein, ich kann das Piano spielen, und ich habe auch schon schwere Zeiten durchgemacht und ich weiß, wie man damit umgeht, dann gibt dir das einfach eine extreme Sicherheit, und da bin ich sehr dankbar für. Ja, cool. Du hast auch direkt schon wieder die nächste Frage vorweggenommen, weil ich habe nämlich auf Facebook dazu aufgerufen, mir ein paar Fragen für dich, an dich zu stellen. Und der Wesley hatte mir eine Frage gestellt, nämlich, wie würdest du starten, wenn du morgen aufwachen würdest und dein Startkapital bei null wäre? Was wären deine ersten Schritte? Jetzt hast du gesagt, du weißt, wie du das Piano spielen würdest. Kannst du konkret sagen, okay, es gibt so 5 Schritte, die ich dann auf jeden Fall erstmal machen würde? Ja, ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt die Frage richtig beantworte, weil ich würde zwar vielleicht mit null aufwachen, aber ich hätte natürlich immer noch mein Wissen und auch meine Kontakte. So, das heißt also in meinem Fall, ich habe natürlich sehr viel Immobilien-Know-how und ich habe auch sehr viel Online-Marketing-Know-how inzwischen, und gerade diese Kombination ist halt ganz selten. Also ich kenne keinen, der die Kombination hat aus Immobilien und Online, weil als Beispiel die meisten Leute haben im Immobilienbereich haben aktuell einfach Probleme, an Objekte ranzukommen, weil die schwer
momentan sehr großer Käufermarkt ist. Wenn du dich mit Online auskennst, dann weißt du schon, wie du das machst. So, also in diesem Fall, angenommen, ich hätte die Kontakte noch und angenommen, ich hätte mein Wissen noch, aber wäre einfach rotzpleite, dann würde ich als erstes bei jemandem arbeiten, der zu schätzen weiß, was ich kann, auf Freelancer-Basis, aber ergebnisorientiert. Das heißt also, ich würde jetzt da, würde sagen, hey, pass auf, ich will ein kleines Fixum, damit ich nicht verhungern muss, aber der Rest ist einfach ergebnisorientiert. Warum ergebnisorientiert? Ganz einfach, weil das dann dafür sorgt, dass ich in kurzer Zeit sehr schnell sehr viel machen kann und derweil dann wieder meine eigenen Sachen aufbauen kann. Grundsätzlich ist der wichtigste Punkt, wenn ich heute nochmal neu anfangen würde, dass ich mir überlegen würde, eine sehr, sehr enge Zielgruppe, die Geld hat, und einen hohen Kittelbrennfaktor. Was ein Kittelbrennfaktor ist, beschreibe ich auch in meinem Buch, also einen hohen Schmerzfaktor, die irgendwie ein großes Problem haben. Sondern das ist zum Beispiel etwas, weswegen ich es nicht so machen würde wie die klassischen Online-Marketing-Leute, weil ich da jetzt zum Beispiel sehe, dass die Leute, die das Geld haben und einen hohen Kittelbrennfaktor, die wollen zum Beispiel kein Coaching. Die haben da gar keinen Bock drauf, weil die sagen, pass mal auf, der knappste Faktor, den ich habe, ist eh Zeit. Und ich will das gar nicht lernen, bau mir das, mach's mir fertig und ich zahle auch gern dafür oder beteilige dich dann daran. So, das heißt also, ich würde als nächstes ein Projekt starten, wo ich jemanden zum Beispiel Leads generiere, um dann an provisionsmäßig beteiligt zu sein. Dadurch würde ich ein festes Einkommen generieren. Dadurch würde ich Eigenkapital generieren und dann würde ich zu meinen Bankern, die mich vielleicht dann noch mögen oder auch nicht, je nachdem, wie pleite ich gegangen bin, würde ich dann hingehen und würde sagen, komm, wie machen wir das? Und schwuppdiwupp würde ich die Sachen wieder machen. Steht auch in meinem Buch drin, da sind 14 exakte Schritte. Also ausgehend von dem Punkt, angenommen, du hast 1500 Euro netto oder vielleicht ein paar Schulden, wenig Guthaben, was sind die exakten Schritte in der exakten Reihenfolge, die du gehen musst, damit du dann in 5 Jahren Richtung Immobilienmillionär marschierst. Also das steht da auch ganz konkret drin. Ja, das Buch kann man auch immer noch kostenlos anfordern, soweit ich weiß, richtig? Ja, genau. Ja, dann kommt der Link natürlich unter das Interview. Also wer das Buch gerne anfordern möchte, sehr, sehr mega cooles Buch. Also da steht wirklich... ich habe selten ein Buch gelesen, wo so viele Tipps drin stehen. Also da steht wirklich richtig viel drin. Und für geschenkt für Ome ist das wirklich mega krass. Also kann ich also du musst einen kleinen Unkostenbeitrag zahlen für Porto, Versand, Logistik und einfach Unkostenbeteiligung. Aber grundlegend, also nur kurz, dass du verstehst, wie das entstanden ist, da will ich kurz drauf eingehen, weil die meisten denken, der schreibt ein Immobilienbuch. Ja, das stimmt, aber nur ein Drittel dieses Buches handelt eigentlich von Finanzen und ein Teil davon von Immobilien. Weil ich bin ein sehr großer Pareto-Anhänger und du kannst jetzt ein Riesenbuch schreiben über Immobilien, das brauche ich aber gar nicht, weil ich habe einen Podcast, ich habe einen YouTube-Channel, da ist dieses ganze Immobilien-Know-how drauf. Aber was mir immer wieder aufgefallen ist, dass das alles nichts hilft, dieses ganze Know-how, auch das Online-Marketing-Know-how. Wenn du das allein lernst, das bringt dir nichts, wenn du nicht dieses unternehmerische Fundament hast und weißt, wie knüpfe ich Kontakte, woran erkenne ich, ob ich ein totes Pferd reite, wie gehe ich mit meinen Ängsten um und so weiter und so weiter. Wenn du das einfach nicht hast, wie mache ich Zielplanung, die auch funktioniert und mich nicht frustriert? Also, warum bin ich undiszipliniert und was kann ich dagegen tun, außer mich jetzt zu kasteien? Und das sind halt einfach diese Basics, die ich da reingeschrieben habe. Und ursprünglich wollte ich eigentlich ein Buch schreiben, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, immer die gleichen Fragen zu beantworten. Und als ich dann geschrieben habe, habe ich es dann so geschrieben, weil ich hatte es eigentlich so in 5, 6, 7, 8 Jahren geplant für meinen Sohnemann, so eine Art Erfolgsniederschrift, so also Papas Best Practice, Successful Actions. Entschuldigung, die, Sekunde, ich muss mal einen Schluck nehmen. Die also einmal niederzuschreiben, das wollte ich anyway mal machen und dann habe ich einfach gesagt, komm, jetzt machst du das Buch so, dass du gleich alles in einem machst. Du machst einerseits ein cooles Geschenk, andererseits dass ich nicht immer die gleichen Fragen beantworten muss und außerdem noch die Best Practice für deinen Sohnemann. Ne? Und nachdem ich eben nicht weiß, ob mein Sohnemann später mal Bock auf Immobilien hat, habe ich das auch nicht so immobilienlastig gemacht, sondern habe es einfach gesagt, okay, schau mal, es geht darum, erfolgreich im Leben zu sein und glücklich zu sein. Davon ist Geld ein Ausschnitt. Der muss stimmen, sonst funktioniert das auch nicht. Aber ich habe es sogar offen gelassen, also ich habe es am Beispiel Immobilie gemacht, aber nicht unbedingt, man
kann es mitmachen, man kann es auch ohne machen. Ne? So, und weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob mein Sohnemann da später mal Bock drauf hat. Ja, sehr, sehr cool. Finde ich sehr nett, dass du das alles so niedergeschrieben hast, weil dann haben ja auch meine Kinder irgendwann was davon, ja. Nicht nur dein Sohn. Ja, und ich vor allen Dingen auch, weil ich hatte, bevor ich dein Buch hatte, nämlich den Fehler gemacht, habe mich von so einem Versicherungsfritzi belabern lassen. Mhm. Und habe dann auch irgendeine Lebensversicherung abgeschlossen und war dann total stolz, weil alle ja immer gesagt haben, ja, du musst irgendwas für die Zukunft machen, wegen Rente, du bist selbstständig und bla bla bla. Ich hatte auch schon, als ich angestellt war, diverse Bausparverträge und Riester-Rente, alles wieder gekündigt, eigentlich die ganze Zeit nichts. Und dann war ich ganz stolz, als ich die Lebensversicherung hatte, habe dann Ralf erzählt und der sagt, bist du dämlich, ne? Du musst in den Immobilien investieren, wieso hast du das gemacht, wieso redest du nicht mit mir? Da habe ich gedacht, ja toll, jetzt hast du das komplett falsch wieder gemacht und mein Plan ist es jetzt in der Tat wirklich auch, demnächst meine erste Immobilie zu kaufen. Auch wenn ich davor immer so ein bisschen Schiss hatte, weil man denkt ja immer, oh, ein Riesenkredit und so weiter. Aber im Endeffekt hat Ralf mir das dann auch immer erklärt, ist das gar nicht so ein hohes Risiko, wie man immer meint. Und jetzt würde mich mal interessieren, weil du halt eben auch gesagt hast, du hast deine Ausbildung im Bereich Versicherung etc. gemacht. Wieso sollte man denn deiner Meinung nach eher in Immobilien investieren, als jetzt in irgendwelche Versicherungen oder Aktien? Ja, ich habe aber vorher noch eine Frage an dich. Hast du die Lebensversicherung noch oder hast du die schon gekündigt? Ich habe die aktuell noch laufen, weil ich habe gesagt, komm, bevor ich jetzt noch okay. nichts kaufe. Okay, und ganz kurz, ist es eine vorgebundene oder eine normale? Bitte? Jetzt fragt sie hier den Versicherungsort, der Ahnung hat von irgendwas. Weil der Grund, warum ich dir sage, dass es vielleicht gar nicht so doof war trotzdem, ist, weil du nämlich die Versicherung als Tilgung einsetzen kannst bei der Immobilie. Und weil du selbstständiger bist, hast du sogenannte Vorsorgeaufwendungen frei. Mhm. Das heißt, du kannst einen gewissen Teil deiner Lebensversicherungsbeiträge von den Steuern absetzen. Das lässt aber besser vom Steuerberater erklären, das ändert sich immer wieder. Und das hat den Vorteil, wenn du dann die Immobilie mit einer Lebensversicherung finanzierst, das geht aber nicht unendlich, weil die sind limitiert, diese Vorsorgebeiträge, dann kannst du nämlich nicht nur die Zinsen absetzen, sondern auch die Tilgung. Und dann macht es nämlich schon wieder Sinn. Ne? Okay. So, aber das geht nur bei einer konventionellen Lebensversicherung, nicht bei einer fondsgebundenen. Ja, da muss ich mich da mal schlau machen. Vielen Dank schon mal für den Tipp. Also dann hast du praktisch schon so vorbereitet den Immobilienkauf. Jetzt musst du nur noch eine Immobilie zu der Lebensversicherung dazu packen und dann funktioniert es. Ja, siehst um deine du, Frage zu beantworten. Bitte? War ich doch nicht so doof. Ich habe das nämlich auch so, ich habe das nämlich auch länger so gemacht, dass ich eben, und ich bin ja beides, ich kenne mich mit Immobilien und Versicherungen aus und gut, damals gab es allerdings noch mehr Zinsen als heute, das muss man sich schon mal genauer anschauen. Aber grundsätzlich habe ich das auch so gemacht, Lebensversicherung, weil als Selbstständiger kannst du davon die Beiträge absetzen und das habe ich als Tilgung, also als Rückzahlungsinstrument eingesetzt. Bei der Immobilie. So, warum ist die Immobilie besser oder was auch immer als eine andere Anlageform? Es ist eigentlich ganz einfach. Wer zahlt die Beiträge für deine Lebensversicherung? Ich. Genau. Zahlt sonst noch jemand mit? Nö. Siehst du? Und das ist der Vorteil bei der Immobilie. Wenn bei der Immobilie du 1 Euro aus deiner Tasche rausholst, legt das Finanzamt nochmal 1 Euro drauf und der Mieter nochmal 5 Euro. So, das heißt, du holst aus der einen Tasche 1 Euro raus und ansparen oder, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, wie ich es erkläre, ne? Ich versuche das jetzt sehr simpel zu halten, aber du investierst einfach Faktor 5 bis 7 von dem, was du tatsächlich aus deiner eigenen Tasche rausholst. Punkt 1. Punkt 2, du hast das Thema Inflation, das wird ja von unserer Bundesregierung immer so klein geredet, ja, ist ja ganz niedrig und ist ja alles nicht so schlimm und so weiter und so weiter. Trotzdem, wenn wir uns mal anschauen, der Euro ist eingeführt worden 2002, glaube ich. Ja, genau, 2002 wurde er dann wirklich im Bargeld eingeführt. So, das ist jetzt 14 Jahre her. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das, was früher eine D-Mark kostet, heute mindestens 1 Euro, wenn nicht sogar 2 kostet. So, und das ist mal eine Inflation von 50 bis 70%. Und wenn wir das durch 16 Jahre teilen, werden wir feststellen, dass es doch irgendwie ein höherer Wert rauskommt, als wenn wir das durch 14 Jahre teilen, dass doch irgendwie ein höherer Wert rauskommt als die offiziellen 1,5. Ja?
Also grundsätzlich ist es also so, die Inflation, wenn du jetzt eine Lebensversicherung hast, dann versuchst du ja möglichst viel Guthaben anzusparen. Ja, also du versuchst immer bis nach oben. Die Inflation drückt da aber dagegen. Ja, so, das heißt also, du willst Wert aufbauen, die Inflation reduziert den Wert deines Guthabens. Das macht jetzt auf 2-3 Jahre nichts, aber wenn du es langfristig mit Altersversorgung machst, ist das ganz schön kacke, weil aus einer 100.000er Lebensversicherung wird nach 30 Jahren bei 3% Inflation nämlich nur noch 40.000 Euro. Also das heißt, 60.000 Euro frisst dir einfach nur die Inflation weg. So, und der Vorteil bei der Immobilie ist, du sparst ab. Das heißt also, du startest bei einem Wert von 100.000 beispielsweise, kaufst eine Immobilie für 100.000 und hast 100.000 Darlehen dagegen und dann fängst du an abzusparen. Das heißt, du reduzierst die Schuld und erhöhst damit natürlich dein Vermögen. Ja, weil die Immobilie ist da und du sparst sie ab. Was bedeutet, dass die Inflation nicht gegen dich arbeitet, weil die drückt ja wieder von oben, sondern sie arbeitet mit dir, weil wenn deine Schulden kleiner werden, weil die Guthaben werden kleiner, die Schulden werden aber auch kleiner, dann ist das natürlich in dem Fall nicht unangenehm. Punkt 1. Punkt 2, du zahlst es nicht alleine, sondern Mieter und so weiter zahlt mit und du hast praktisch du kannst über eine Immobilie, vereinfacht gesagt, eine sich selbst abzahlende Rentenversicherung machen, die dann irgendwann sogar noch was abwirft, ohne dass du im Rentenalter sein musst. So. Also das ist immer so ein bisschen schwierig erklären. Aber dazu kann ich auch nur empfehlen, mein Podcast Immobilien Investor Podcast, gerade die ersten 3, 4, 5 Podcasts, da erzähle ich diese Prinzipien ganz genau und wie gesagt, in 5 Minuten ist schwierig, ist schon in einer Stunde schwierig, aber ein weiterer Punkt ist ein Prinzip her war das auf jeden Fall jetzt auch für mich einleuchtend. Ja. Und ein Milliardär wurde einmal gefragt, wie er es denn so schnell zu so viel Vermögen geschafft hat. Und dann hat er gesagt, ganz einfach, mit einem großen Vermögen anfangen. Das klingt jetzt komisch, ist aber so, weil wenn du jetzt dir einen Kredit holst und dir dafür eine Immobilie für 100.000 kaufst, ja, und du hast dann 3% Wertsteigerung nur, dann hast du die 3% aber auf 100.000. Ja. Wenn du dagegen gegen Geld anlegst, so 100 Euro mäßig, obwohl die Immobilie sogar weniger kostet monatlich, dann kriegst du deine 3% nur auf die 100 Euro. So, das heißt, du kannst gerade, wenn du noch nicht viel Vermögen hast, kannst du mit der Immobilie extrem schnell an Eigenkapital kommen, weil du einfach Möglichkeiten hast, es zu hebeln, was du eben sonst nicht hast. Ja? Sonst musst du einfach Stück für Stück dich da hochrackern. Ja, und als Sicherheit kann ich ja dann auch bei der Bank immer wieder die Immobilie angeben. Also habe ich eigentlich gar nicht so ein großes Risiko, ne? Naja, das Risiko hast du theoretisch schon, weil die Sicherheit, also du gibst immer 2 Sicherheiten. Du gibst einerseits deine Zahlungsfähigkeit und andererseits die Immobilie. Das eine ist eine dingliche Sicherheit, also sprich durch das Ding. Und die andere ist natürlich, dass du weiterhin brav bezahlst, ne? Aber ich sag mal, grundsätzlich ist es so, wer sich an den Immobilieninvestor-Podcast hält und an meinen YouTube-Channel und die Tipps da drin beachtet. Also ich habe per Pareto einfach die wichtigsten Punkte beschrieben, auf die man Acht geben muss. Einer davon ist zum Beispiel, dass man in einem Ballungsraum kauft und nicht auf der grünen Wiese, wo man es schön findet. Und der Hauptfaktor für den Standort, dass es dort Zuzug gibt. Also wenn du jetzt zum Beispiel Wuppertal nimmst hier in der Umgebung, das würde ich zum Beispiel ja lassen, weil da ziehen ziemlich viele Leute weg. Ne? Such dir einfach einen Ort, der Zuzug hat. Und dann hast du da nie, also es gibt so ein paar Regeln, die muss man beachten, die findet ihr aber alle auf meinem Podcast oder Kanal und wenn du dich daran hältst, dann passiert eigentlich auch nichts. Also die Leute, die da wirklich Risiken eingehen, die wirklich bedrohlich sind, die haben einfach gravierende Fehler gemacht, wie im Online-Marketing auch. Wenn du da gravierende Fehler machst, gibt es gravierende Ergebnisse, leider in die falsche Richtung. Genau. Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Meine nächste Frage ist, weil dein Buchtitel lautet ja mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass das möglich ist, aber schwierig. Gibt es denn irgendwie einen Richtwert, wo man sagen kann, okay, wenn du dir eine Immobilie jetzt für 100.000 Euro kaufst, solltest du so und so viel Startkapital, Eigenkapital haben oder sagst du, nö, ist völliger Quatsch? Weil man geht ja eigentlich immer davon aus, wenn man so nichtsahnd ist wie ich, okay, wenn du eine Immobilie kaufst, brauchst du erstmal ein Riesenvermögen. Nein, das ist eben nicht der Fall, sondern gerade Immobilien sind eigentlich gerade da, wenn du ein bisschen Geld hast, da daraus sehr schnell sehr viel mehr zu machen. Weil ich sag mal so, bei mir war es ja auch so, ich hab ein bisschen was gespart gehabt, das ich durch meine Vermittlung während der Lehrzeit verdient habe. Ja, also was ich
50.000 D-Mark habe ich mir durch Vermittlung in Anführungszeichen während der Lehrzeit verdient, habe dann natürlich auch noch Steuern und Umsatzsteuer und so weiter drauf, also ganz so viel was dann netto nicht. Und habe das dann erstmal ein bisschen in eigenen Business-Aufbau investiert, nämlich in das Aufbauen eines Vermittlungsgeschäftes, also wo es um Vermittlungen gab. Und dann habe ich angefangen, Stück für Stück meine Bonität aufzubauen und dann Immobilien zu kaufen. Also dieses, es heißt auch, viele lesen auch nicht richtig, es heißt ja mit 0 Euro Startkapital. Das heißt nicht, dass du für Immobilien nicht auch Eigenkapital brauchst. Also grundlegend sollte man da mit 10, vielleicht mit 20% kalkulieren, aber in dem Buch steht eben auch drin, wie du dir das Startkapital aufbaust. Also wie du ohne Startkapital startest, aber wie du es dir aufbaust. Ne? Mhm. Und ich war Sohn zweier Lehrer, von meinen Eltern kein Pfifferling gekriegt, die haben zwar Geld, aber die fanden das nicht gut, ich sollte auch Lehrer werden, ich soll auch beamtet werden und ganz sicher und so weiter. Und die wollten eigentlich anfangs, dass ich auf die Nase falle. Ja, so. Also deswegen haben die das auch nicht unterstützt. Also ich weiß definitiv, wie man das macht, weil ich habe es genau so gemacht. Nur wenn du dich an mein Buch hältst, geht es viel schneller, weil du lässt dann die Fehler einfach weg, die ich gemacht. Ich habe einiges richtig gemacht, aber ich habe natürlich auch sehr viel Fehler gemacht. Okay, cool. Ja, also nicht cool, dass du Fehler gemacht hast. Das meine ich jetzt natürlich nicht. Jetzt ist meine Frage, wir reden hier die ganze Zeit eigentlich nur über Unternehmer, Selbstständige und wie man da in Immobilien investiert. Lohnt es sich denn auch für Angestellte da rein zu investieren? Sollten die das auch machen? Wie stehst du dazu? Weil eigentlich spricht man immer davon, ja okay, wenn du halt selbstständig bist, dann solltest du da und da rein investieren, damit du eine Rente hast, und von den Angestellten redet irgendwie nie jemand. Und da ich noch viele Zuschauer habe, die sich noch im Angestelltenverhältnis befinden, finde ich das eigentlich ganz interessant. Ja, also dazu zwei Tipps. Erstens, Immobilien zu kaufen ist als Angestellter viel leichter als als Selbstständiger, weil die Banken lieben Angestellte. Also teilweise war das so, dass die Banken, also als ich angefangen habe, haben meine Sekretärin leichter finanziert als mich. Ja, was jetzt nicht wirklich logisch ist, aber so war es halt. Ne? Also deswegen, gerade wenn man angestellt ist, ist es sehr viel leichter. Und wenn man sich überlegt, ah, man möchte gerne Immobilie kaufen, möchte sie vielleicht selbstständig machen, dann bitte noch schnell, während man angestellt ist, weil es viel leichter zu finanzieren ist und man viel weniger Eigenkapital braucht. Zweitens, ja, es ist sehr, gerade die Angestellten brauchen das, die wegen sich nämlich in trügerischer Sicherheit. Bei meinem YouTube-Channel gibt es zwei Videos, die heißen Die Zeitbomben in deinem Rentenbescheid. Einfach mal anschauen, da kannst du dann mal, da zeige ich dir, wie du deinen eigenen Rentenbescheid nachrechnest, dass du siehst, wie viel du wirklich bekommst. Ich mache es hier an einem Beispiel von einem der besten Rentenbescheide, die ich je gesehen habe. Das war ein Mann, der hat von Anfang an verdient, schon mit Anfang 20 wie ein Abteilungsleiter. Hat also die höchste Rentenpunktzahl, ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, passiert da jetzt in dem Video, hat also immer die höchste Rentenpunktzahl gehabt. Und hat ein Nettoeinkommen von 3,5 plus fette Boni. Und ja, auf seinem Rentenbescheid standen 2,7. Ne? Da dachte ich, ja gut, 70% von meinem letzten Netto ist ja irgendwie ganz nett. Was er nur vergessen hat, das eine, seine 3,5 waren ja netto, das ist brutto. Das heißt, es geht noch Steuern runter, es geht Krankenversicherung runter, es geht Pflegeversicherung runter. Und zwar die Krankenversicherung voll, weil du nämlich keinen Arbeitgeber mehr hast, der die Hälfte bezahlt. Und dann ist es ja ein Unterschied, ob du jetzt 2.700 Euro jetzt oder erst in 25 Jahren kriegst, weil wenn du da die Inflation wieder runterrechnest, weil 2.700 Euro jetzt sind viel mehr wert als in so lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es ausgerechnet, dieser Mann kommt von 3,5 netto und muss sich dann mit 960 Euro Kaufkraft begnügen, netto. Super. Das mache ich am Beispiel von diesem Rentenbescheid schön durchrechnen. Also ich nehme nur das Kleingedruckte, was da steht, und übersetze es in Zahlen. Ja, es steht alles da, aber halt sehr kleingedruckt, damit man es nicht so merkt. Und das kann ja jeder dann mal bei seinem eigenen Rentenbescheid machen. Dann sieht er schon, warum es schlau wäre, sich mal mit Immobilien zu beschäftigen. Ja, also sollten auch Angestellte und Selbstständige, am besten jeder sollte sich damit auseinandersetzen, und dein Podcast und YouTube-Channel ist dafür wirklich perfekt, sollte man sich reinziehen, kann ich auch gerne unter dem Interview verlinken. Du, das Entschuldige, wenn ich kurz unterbreche, ich bin ja selber erstaunt darüber, ne? Aber was ich, mein Podcast ist teilweise, ist fast immer unter den Top 15 iTunes Gesamtcharts für so ein langweiliges Thema wie Immobilien. So, es ist einfach ein Thema, weil die Leute langsam mitkriegen, Mensch, Rente und dies und das und jenes, weil
weil teilweise es ist vor mir dann nur WDR und ARD, ne? So, wo ich mir sage, das kann doch gar nicht sein. Also die Leute beschäftigen sich schon damit, weil sie langsam merken, aua, jetzt wird es langsam eng. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, weil je früher du anfängst, desto weniger, das kostet auch nicht wirklich Geld, wenn du das intelligent machst, so merkwürdig das klingt, sondern du kannst wirklich, wirklich Immobilien bauen, die sich selber abzahlen. Ja, und später hast du, oder auch schon mittendrin hast du dann Leben wie Gott in Frankreich. Ja, das ist auch wirklich verwirrend. Also gerade ich habe jetzt mich nie wirklich mit sowas beschäftigt, ja, aber ich stand da auch vor 1000 Fragezeichen, weil klar, die Versicherungsfuzzis wollen dir was verkaufen, ne? Da bin ich dann schon immer vorsichtig und denke, okay, die denken nur an ihre Provision. Ja, Immobilien hatte ich nie wirklich so auf dem Schirm, bis halt ich den Anschluss vom Ralf bekommen habe. Und jetzt möchte ich mich da auch wirklich gerne mit befassen. Und ja, da habe ich ja auf jeden Fall den besten Mann an meiner Seite mit seinem Podcast und genau, YouTube-Channel. Wichtig, schau dir die Schritte 1 bis 14 aus dem Buch an, weil du musst, weil das Problem ist, die Leute wollen immer jetzt entscheiden und dann Ferrari fahren. So, aber Ferrari fahren muss man ein bisschen planen und so ähnlich ist es mit der Immobilie auch. Das heißt, du musst sagen, so, ich muss jetzt erstmal ein paar Bankkontakte aufknüpfen, ich muss meinen Banker aufwärmen, ich muss bei der richtigen Bank ein Bankkonto haben, ich muss schauen, dass ich aus Banksicht gut aussehe, weil je mehr ich das vorbereite, desto weniger Geld kostet es später, weil die Bank sagt, ach, die Frau Geisbüsch, die ist ja genau unser Kunde, wie wir ihn uns wünschen. Sondern das beschreibe ich genau, wie man das macht und man muss halt ein bisschen planen. Ne? Also nicht so, ey, jetzt Ferrari fahren, sondern so, ja, in 3 Jahren Ferrari fahren. Und das ist gar keine Arbeit. Das macht man einfach so nebenbei, schreibt sich auf seine To-Do-Liste, ist vom reinen Zeitaufwand ganz, ganz wenig, ist aber extrem wertvoll, wenn man das über 3 Jahre ein wenig betreibt. Okay, cool. Ja, genau. Danke für den Tipp. Nächste Frage ist, du hast ja jetzt auch ganz, ganz viele Immobilien und wahrscheinlich nicht alle in Düsseldorf um dein Haus herum. Und du hast ja auch gesagt, wenn man eine Immobilie kauft, sollte man in die Ballungsräume gehen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in München eine Wohnung kaufe, müsste ich mich ja auch dann darum kümmern, dass da Leute einziehen etc. Wie machst du das bei deinen ganzen Immobilien? Ich vermute mal, du kümmerst dich nicht um alle selber. Hast du jetzt komplett alles outgesourced? Hast du deine Leute dafür oder machst du da auch noch ein paar Sachen selber? Naja, das kommt ja jetzt darauf an, auf welchem Level du dieses Spiel spielen möchtest. Also grundsätzlich, ich selber habe nur Immobilien in Düsseldorf und Umgebung. Und auch ein paar davon, wie viele Einheiten sind, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, es sind über 15.000 Quadratmeter. Mein passiver Vermögenszuwachs daraus ist inzwischen 7-stellig. Vermögenszuwachs, nicht unbedingt Cashflow. So, das heißt also, die Bank sackt ja auch was ein für die Rückzahlung. Das ist damit eingerechnet. Aber grundlegend ist es schon schön und es beansprucht keine 3% meiner Zeit. Wie mache ich das? Ganz einfach, ich habe hier eigene Angestellte, die Hausverwaltung machen und ich selber kümmere mich eben um die Projektentwicklung, was kann man hier noch Flächen erweitern, wie kann man Dachgeschosse ausbauen, sowas. Und habe da natürlich sehr lange eingespielte Leute. Wenn du jetzt anfängst damit, würde ich dir auch empfehlen, machst in deiner Nähe, das ist am Anfang noch nicht zwingend, aber wenn du so viele hast wie ich, dann würde dich das unglaublich viel Zeit kosten, immer quer in der Republik rumzufahren, deswegen habe ich das alles an einem Ort. Grundsätzlich gibt es da Hausverwaltungen, die binden sogenannte Sondereigentumsverwaltung an, das heißt, die machen dann die Vermietung, die machen die Wohnungsabnahme, die machen das Übergabeprotokoll, machen die Nebenkostenabrechnung und so weiter. Also der ganze lästige Kram, den machen die. Genau. Und sowas kostet pro Wohneinheit 17 Euro ungefähr. Aber nicht unterschätzen, trotzdem sind es so ein bisschen Freelancer von dir. Ne? Das heißt also, ein bisschen überwachen musst du die schon, ne? dass die nicht sich nur um das kümmern, was ihnen gefällt. Aber es ist nicht wirklich viel Aufwand. Ich selber habe aber immer die Regel, ich mache alles erstmal einmal selber. Also auch meine Nebenkostenabrechnung, ich habe meine erste Steuererklärung selber gemacht, einfach damit ich weiß, wie es geht und mir keiner ein X für ein U vormachen kann. Ich würde also jedem empfehlen, mach alles einmal selber dann gib's ab. Das ist der Idealweg meiner Meinung nach. Okay, cool, danke für den Tipp. Ja, jetzt kommen wir zur letzten Immobilienfrage, aber ich finde es wirklich mega interessant. Und bei der letzten Immobilienfrage kann ich wirklich wahrscheinlich gar nicht mitreden, deswegen lasse ich dich einfach reden. Die kam schon mal. Der hatte mit dir auch vor kurzem einen Podcast aufgenommen, der Markus Habermehl von den Panzerknackern. Ja. Und der hatte mich gefragt, wie wird sich der Brexit
deiner Meinung nach kurz-, mittel- und langfristig auf den Immobilienmarkt auswirken, beziehungsweise hast du schon Auswirkungen erkennen können? Ich bin raus. Ja, also vielleicht für die Brexit ist ja der Britain Exit, das heißt, dass die aus der EU raus sind. Naja, also meine persönliche Meinung dazu ist ein bisschen differenziert. Erstens bin ich mir noch nicht sicher, weil ich glaube nicht so ganz an die demokratischen Strukturen in der EU. So, ist ja schön, dass die das jetzt gewotet haben und es ist auch schön, dass es da so ein großes Theater gibt. Ob das jetzt tatsächlich dann auch so umgesetzt wird, wir werden sehen. Grundlegend ist es so, soweit ich weiß, gemäß den Statuten müssen alle 25 EU-Staaten dem zustimmen und es müssen dann auch Reparationszahlungen von Großbritannien gezahlt werden, die in der Größenordnung 500 Milliarden liegen. So, das ist mal Punkt 1. Punkt 2, was schon passiert ist, dass viele zum Beispiel Banken verlassen jetzt gerade den Bankenstandort London und gehen zum Beispiel nach Frankfurt und nach Deutschland. Und tatsächlich war auch Großbritannien ein sehr beliebter Investitionsort von Ausländern, von Arabern zum Beispiel und so weiter. Und tatsächlich wird sich das auf den Immobilienmarkt in Deutschland eher stark wertsteigernd auswirken. Also es kann auch sein, dass, ich sag mal, das jetzt ins Rutschen kommt und jetzt immer mehr raus wollen und der Euro zusammenbricht, aber selbst dann bist du mit Immobilien auf der guten Seite, weil wenn der Euro nichts mehr wert ist, bedeutet das auch, dass deine Darlehen, die ja auf Euro lauten, auch nichts mehr wert sind. Und die Immobilien sind ja keine Geldwerte und deswegen, also ich sag mal so, bei meinem Immobilienvolumen 3% Inflation, wenn die auf 10% steigen würde, dann bade ich jetzt nur noch in Champagner. Ne? Also das, deswegen auch ein echter Währungscrash als Immobilienbesitzer mit viel Darlehen, die sich selber abzahlen und die langfristig festgeschrieben sind. Als Immobilienbesitzer bist du da tiefenentspannt. Vereinfacht okay. gesagt. Also für uns theoretisch, je schlimmer es wird, desto besser. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es gut bleibt. Ja, also Markus, ich hoffe, deine Frage wurde hiermit beantwortet. Und ja, jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Online-Marketing-Teil. Das ist ja das Hauptthema, mit dem sich mein Blog beschäftigt. Und du bist ja mega gut online aufgestellt. Ne? Du hast einen mega Podcast, du hast einen mega YouTube-Channel. Auf Facebook kann man eigentlich gar nicht mehr scrollen, ohne deinen Namen irgendwo zu lesen. Und ich sag mal, gerade für einen Immobilienfuzzi ist das natürlich extrem krass, ne? Weil mich schreiben auch ganz viele Immobilienleute an, hör mal, wie kann ich denn das machen, dass ich mich online-technisch aufstelle. Die haben da eigentlich nicht wirklich einen Plan. Und jetzt würde mich halt interessieren, wann hast du mit dem Online-Marketing angefangen? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich wirklich so gut aufzustellen? Weil ja, überall ist Alex Fischer im Internet. Ja, also gestartet habe ich damit Mai 2013. Also noch gar nicht so lange. Nein. Und gestartet heißt, juhu, wir wollen das machen. Wer draufschaut auf meinen YouTube-Kanal, der wird feststellen, der ist schon ein bisschen älter, aber den hatte ich einfach irgendwann, den hatte ich 2011 mal gestartet, irgendwie rumgespielt, ein Video drauf gemacht und das war's. Vom Prinzip, wie ich gestartet habe, war auch ein bisschen Zufall. Dazu muss ich zwei Sachen. Ich erzähle mal kurz eine Geschichte aus meiner Kindheit. Also ich war, als ich klein war, immer der Dünnste und der Kleinste bei meinen Freunden. Mein Hobby war aber Raufen. Das heißt, wir haben uns immer im Garten geraufen und haben Raufereien veranstaltet. Also wir haben uns nicht geprügelt, sondern so Ringen gemacht. Ne? Das war aber blöd, wenn du klein bist und wenn du leicht bist. Und deswegen musste ich lernen, unter diesen erschwerten Bedingungen zum Beispiel mit dem Gewicht meiner Gegner zu arbeiten. Das habe ich so perfektioniert, dass ich, obwohl ich der Kleinste und Leichteste war, trotzdem mit 2 bis 3 Gegnern fertig wurde. Als dann auf einmal das Gewicht dazu kam und auch die Größe dazu kam, dann hat es richtig Spaß gemacht. Also warum sage ich jetzt diese Geschichte? Ganz einfach, ich habe lange Zeit verpasst, also ich habe mich vor 8 Jahren mal mit Online-Marketing beschäftigt und habe gesagt, nee, das kannst du sein lassen, weil du müsstest gleichzeitig programmieren können, du müsstest gleichzeitig Designer sein können, du müsstest so viele Sachen gleichzeitig, da hast du nicht die Zeit zu, Alex, vergiss es. So, und dann kam derweil was, es kamen immer mehr Tools und es kam auch Autoresponder, was ich leider nicht mitgekriegt habe. Also ich war dann irgendwie, hab da nicht mehr mitgekriegt und
irgendwann habe ich dann auf einem Seminar über Online-Marketing, wo ich gehört habe, der Mensch, das ist toll, das hat ein Israeli gegeben, damals in München. Der hat mir einfach die fehlenden Bausteine gesagt, unter anderem, dass es Autoresponder gibt. Ja? So, und das Erste, was ich dann gemacht habe, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der selbstständig ist, also es war wirklich Glück, aber heute empfehle ich es jedem als Strategie. Ich habe gar nicht mit Online-Marketing angefangen, weil das Hauptproblem, das du hast, wenn du schon Unternehmer bist, ist, dass deine engste Ressource Zeit ist. Und wenn du nicht darauf achtest, dir erstmal Zeit freizuschaufeln, um dieses neue Projekt online zu machen, ja, dann fängst du es an und wirst es nie zu Ende machen. Und bei mir war das eben zufällig so, mir ging unglaublich auf den Zeiger, dass ich wusste, ich muss 20 Vermittler ausbilden, damit einer verkauft. Also ein Immobilienvermittler, ich bin B2B, das heißt, also ich verkaufe über Vermittler, ich muss 20 Vermittler ausbilden, damit einer verkauft. Die Ausbildung dauert durchschnittlich 40 Stunden, so das heißt, ich muss 800 Stunden investieren in einen, der dann verkauft und der bleibt im Durchschnitt 3,5 Jahre. Ne? Und das habe ich halt 15 Jahre gemacht und es hing mir so zum Hals raus, weil je nach Vermittlertyp, der vor mir saß, konnte ich schon sagen, aha, der würde jetzt folgende Frage stellen. Ich werde darauf das antworten, er wird so reagieren und dann reagiere ich so. Also das war für mich so unglaublich langweilig, dass ich echt keinen Bock mehr drauf hatte. So, deswegen habe ich dann Folgendes gemacht. Ich habe dann einfach mal 8 Wochen die extra Meile geschoben und habe einfach meine ganze Ausbildung, die ich face-to-face gemacht habe, die ich auch nie delegieren konnte, weil das keiner außer mir so ordentlich machen konnte, habe die einfach auf Video runtergedreht und habe einfach die Vermittlerausbildung automatisiert. Und ab da sahen meine Gespräche so aus. Hi, grüß dich, wer bist du? Stunde Kaffee trinken. Willst du mitmachen? Ja, cool. Trag dich hier ein, melde dich in 6 Wochen, dann weißt du alles und dann machen wir weiter. So, das heißt also, anstatt 40 Stunden mit dem rumzuhängen, war das 1 Stunde und sie war noch viel persönlicher. Weswegen ich dann echt ein Problem hatte. Ich hatte auf einmal so viel Zeit, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin damit. Und dann habe ich als Nächstes die Abläufe mit den Kunden automatisiert, weil die haben auch immer die gleichen Fragen, nachdem sie was gekauft haben. Was mache ich damit? Wo ist das? Wie du jetzt zum Beispiel. Wer verwaltet mir das Ding und so weiter? Habe als Nächstes das gemacht, dann hatte ich gar nichts mehr zu tun. Und das war echt unangenehm, so ein bisschen. Ne? Wenn du es gewohnt bist, so richtig zu kloppen und auf einmal hast du nichts zu tun, es läuft aber trotzdem, dann sagst du ja, bin ich jetzt faul oder bin ich einfach nur doof und bin es gewohnt, immer so viel zu arbeiten, wie ist denn das? Und irgendwann dann habe ich mir gedacht, ja, dann beschäftigen wir uns halt mal ein bisschen mit dem Online-Marketing-Zeug, wie das so genauer läuft. Das war ja bis jetzt ganz erfolgreich. Und dann habe ich einfach zu meiner Verlobten Maria gesagt, hey, stell doch mal 5 von den Videos auf YouTube online. Also wir hatten die vorher schon auf YouTube, aber wir hatten sie nur auf Privatmodus. Das heißt also, du konntest sie nur über die E-Mail-Link erreichen. Dann haben wir einfach 5 einfach öffentlich gestellt und noch nicht mal irgendwie tolle Namen gegeben. Eins davon hieß die Immobilienbilanz. Kein Mensch sucht auf YouTube nach die Immobilienbilanz, aber wir haben einfach mal 5, 6 einfach nur freigeschaltet. Ne? Und haben es dann vergessen, 6 Wochen später, keine Ahnung, 30.000 Views, 400 Abonnenten. Ach ja. Und Mensch, Maria, da müssen wir jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr Gas geben auf diesem Thema. Und haben dann einfach angefangen. Ja? So, und dann lief YouTube sehr, sehr gut, weil ich da irgendwie so der Einzige war, der es simpel erklären konnte. Und dann habe ich irgendwann mal Podcast gehört und habe mal Immobilien bei Podcast eingegeben und habe festgestellt, Mensch, da ist ja gar nichts drin. Und dann haben wir halt innerhalb von 2 Wochen den Podcast dahin gewumst, ne? Mit 0 Ahnung. Also wir hatten wirklich keine Ahnung. Und nur 2 Tipps dazu. Erstens, zuerst solltest du schauen, dass du das, was dich ernährt, mit online automatisierst. Ja, und das kann zum Beispiel auch die Vorstellung von deiner Person auf deiner Webseite sein oder was auch immer. Also das heißt, du musst zuerst die Zeit frei machen, damit du überhaupt so ein Projekt durchziehen kannst, weil das ist halt für viele völliges Neuland. Nummer 2, du brauchst wirklich einen, der sich ausschließlich dann damit beschäftigt. Also, weil wenn du jetzt selber Unternehmer bist, also ich habe damals zu meiner Verlobten gesagt, die war aus einem ganz anderen Bereich, sage ich, pass auf, ich habe jetzt einen coolen Job für dich, hier, ich habe ein Coaching-Paket gebucht, das machst du jetzt und du machst mir jetzt das Online-Marketing. Ne? So, und sie fand das total cool, weil ihr alter Job hat sie auch gelangweilt und dann haben wir so gestartet, aber wirklich beide völlig grün bei null. Was mir natürlich zugute kommt, das muss ich auch sagen, ich habe natürlich 20 Jahre Unternehmererfahrung und die ich ja auch in dem Buch weitergebe. Und ich habe halt natürlich dieses Offline-Unternehmerwissen, benutze ich natürlich online sehr stark. Und jetzt kommen wir wieder mit diesem Beispiel mit dem Raufen als Leichtgewicht oder als Schwergewicht. Ich kannte die Möglichkeiten des Online nicht und habe deswegen die ganze Zeit in der Offline-Welt
Strategien und Abläufe finden müssen, sodass ich doch einigermaßen zurechtkam. Und jetzt, wo ich die kombiniere mit online, jetzt rumpelt es richtig. Und einer meiner haupterfolgreichen Aktionen eigentlich ist, dass ich immer sehr viel Wert auf Qualität und Value lege, was viele im Online-Bereich nicht machen. Die rotzen irgendwas hin, sind nicht wirklich daran interessiert. Value, also komm, jetzt geben wir mal 5 Value-Mails, damit wir dem anschließend was verkaufen können und so weiter. Und ich bin halt, steht auch in dem Buch drin, was ist Geld, wie funktioniert Geld? Und Geld ist halt ein Gutschein für gelieferte Ware oder Dienstleistung. Und wenn du Geld verdienen möchtest, ist nicht die Frage, wie verdiene ich Geld, sondern die Frage ist, wie kann ich viel Value liefern? Ne? Sondern wenn du so rangehst, dann kannst du es eigentlich kaum Vertrauen aufbauen, erinnern. Richtig? Bitte? Somit dann auch Vertrauen aufbauen. Ne? Das ist ja auch ein ganz großes Thema im Online-Marketing. Ja? Man muss einen Mehrwert liefern und Vertrauen aufbauen. Und das ist bei dir, denke ich, mit Value auch gemeint, ne? Ja, nee, ja auch, aber ich habe das schon in der Offline-Welt so gemacht. Ne? Also ich habe mir immer, wenn ich ein neues kennengelernt habe, habe ich immer überlegt, wie kann ich dem Wert liefern? Und jetzt gar nicht mit dem Reziprozitätshintergedanken, so von wegen, oh, der schuldet mir dann was, sondern einfach nur, wie kann ich Wert liefern? Weil ich wusste immer, Geld ist ein Gutschein für gelieferte Ware oder Dienstleistung. Wenn du Wert lieferst, kommt Geld rein. Funktioniert auch so. Und erstaunlicherweise, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber wenn du in eine Richtung Wert lieferst, heißt es nicht unbedingt, dass von da das Geld kommst. Aber wenn du Wert lieferst, egal in welche Richtung, kommt aus einer anderen Richtung irgendwie Geld daher, mittelfristig, immer. Anstatt sich zu überlegen, wie kann ich mehr Geld verdienen, ist die Frage einfach, wie kann ich mehr Wert liefern für Leute, die das wirklich als wertvoll empfinden. Und natürlich, wenn du dich aus der Masse heraushebst und wirklich Wert lieferst, dann baut das natürlich auch Vertrauen auf. Ne? Aber trotzdem, die Leute merken das, welchen Fokus du hast. Hast du den Fokus, na gut, ich liefere jetzt mal Wert, weil man es machen muss, aber tatsächlich will ich an deren Kohle? Oder du hast den Fokus, dass du sagst, nee, pass auf, das ist ein cooles Thema, das ist geil, ich will, dass sie das verstehen. So, und dann kommt das Geld von ganz automatisch und deswegen steht in meinem Buch auch drin, das Thema Purpose, also wenn du ein Geschäftsmodell hast, da, worauf du eigentlich keinen Bock hast, und was dir nicht wirklich am Herzen liegt, was du wirklich cool findest, wo du sagst, das sollten die Leute wissen, dann lass es lieber. Weil da gibt's Statistiken drüber, wenn du reich werden willst, stehen die Chancen 1350:1 gegen dich, dass du es schaffst. Wenn du dagegen einer Vision folgst, die du wirklich cool findest, stehen die Chancen 1:150 für dich, dass du Millionär wirst. Nur, obwohl du gar nicht irgendwie Wert legst auf reich werden. Einfach nur, weil du sagst, boah, cool, ich habe eine tolle Idee, die ist wertvoll, die will ich nach draußen bringen. Und das sind halt so ein paar Gesetzmäßigkeiten, die ich halt aus meiner Erfahrung rausdestilliert habe, die kombiniere ich mit Online-Marketing und das sorgt dann dafür, dass das so knallt. Ja, sehr, sehr cool. Also ich denke, Das ist auch ein sehr wertvoller Hinweis, dass man wirklich Value liefern muss, Content liefern muss, um wirklich dann auch zum Erfolg zu kommen. Ja, viele Online-Marketing-Anfänger scheitern ja beim Versuch, Geld im Internet zu verdienen am Traffic. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hast du denn jetzt beispielsweise für dein Buch oder für deinen YouTube-Channel Traffic generiert? Was ist deine Lieblings-Traffic-Quelle? Also auch hier muss ich leider wieder ein bisschen zurückgehen mit der Antwort. Ich hatte, also in meinem Buch steht sehr viel über Wurzelbildung. Ne, und damit ich werde heute gefragt, was war der größte Fehler, den du gemacht hast am Anfang von deinem Business? Und die Antwort lautet, ich wollte zu schnell Geld verdienen. Hätte ich 3 Jahre mich nur um, also damals, als ich angefangen habe, hätte ich mich 3 Jahre nur um Wurzelbildung gekümmert, also Kontakte geknüpft, Werte geliefert, rausgekriegt, wie der Markt tickt, Value geliefert, mich bekannt gemacht und so weiter, anstatt gleich aufs Geldverdienen loszugehen. Wäre ich heute noch ganz woanders, als ich jetzt schon bin. Ne? So, und diesen Fehler habe ich im Online-Bereich nicht gemacht und habe einfach gesagt, so, 3 Jahre wird jetzt einfach nur getestet, Wert geliefert und richtig cooler Content nach draußen gehauen. Und ich habe jetzt 3 Jahre nichts anderes als das gemacht. Allerdings natürlich hat sich das trotzdem für mich gerechnet, weil ich ja mein bestehendes Business automatisiert habe. So, und der Hauptfehler, den die Leute meiner Meinung nach machen, die pflanzen so ein Reispflänzchen an Traffic, ja, und dann fängt es gerade so frisch an zu keimen und dann wird es sofort ausgerissen. Ui, guck mal, Traffic.
Das ist so ein bisschen so ähnlich wie in der Fischzucht. Wenn du die Fische gleich isst, anstatt sie erstmal brüten zu lassen, dann hast du keine Fische mehr. Wenn du allerdings erstmal 2-3 Generationen wachsen lässt und danach isst du 2-3, dann fällt es gar nicht auf. Also das ist mal mein erster Tipp. Nicht zu schnell die Erwartungshaltung, Geschäft muss innerhalb von 3 Jahren Geld bringen, aber trotzdem, wenn du es vorher versuchst zu erzwingen, dann ist es sehr schmerzhaft. Also die Traffic-Quellen von mir hauptsächlich sind Podcast und YouTube. Und das ist bei mir sogar so, also ich habe hohe dreistellige Opt-ins, also Anmeldungen pro Tag völlig organisch. Und auch die Bücher, also ich habe jetzt, Stand heute, 5.7. haben wir 26.000 Bücher verkauft und haben gerade mal vielleicht 3.000 Euro für Facebook-Werbung ausgegeben. Wow, also, not bad. Und haben aber auch noch 8.000 Hörbücher dabei gehabt und auch schauen die Leute rum, wollen noch irgendwelche anderen Sachen. Also da passiert schon was. Und also ich sag mal so, wenn mich das jetzt interessiert, ich meine, ich verdiene mein Geld mit Immobilien und ich benutze das, was ich dort verdiene, wiederum zum Community-Aufbau, weil es mir wichtig ist, möglichst viele Leute, also mein Purpose ist, eine Delle ins Universum zu hauen und möglichst viele Leute zu erreichen mit meiner Message. Und deswegen reinvestiere ich das alles wieder. Aber wenn ich jetzt davon leben wollte, könnte ich gut davon leben. Sehr gut sogar. Ja, sehr cool. Meine nächste Frage ist normalerweise immer, wie stehst du zum Thema Outsourcing? Jetzt hast du eben gesagt, die Maria macht für dich das Online-Marketing. Also gehe ich mal davon aus, dass du Outsourcing befürwortest? Ja, natürlich. Also grundlegend befürworte ich Stärken. Jeder sollte das tun, was er am besten kann. Also ich kann Strategien ausarbeiten, ich kann eine Webseite ganz schnell, also wenn ich jetzt sich meine Webseite anschaut, die ist auf einem A3-Blatt entstanden. Genau genommen auf 2 A3-Blättern zusammengeklebt mit Prittstift. Mit einem Bleistift, da habe ich gesagt, guck mal, oben hier das und hier ein Video und da diese Bullet Points und da. Und dann habe ich ihr einfach dieses lange Ding gegeben und sage, so, bitte einmal umsetzen. So, und Maria findet es völlig super, dass sie sich nicht den Kopf zerbrechen muss über den Aufbau der Webseite, sondern sie sich nur über die Details den Kopf zerbrechen muss. Und ich würde verrückt werden, wenn ich mir über das Prinzip und die Details den Kopf zerbrechen würde. Und so sollte einfach jeder schauen, was sind seine Stärken. Und meine Stärken sind halt Content, Wissen und Strategie. Und es wäre einfach schade, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit Optimize Press da sitzen würde und mich darüber ärgern würde, wie ich denn jetzt hier diesen Rahmen da einfüge. Ja, genau. Sehr, sehr cool. Also ist die Maria der Technik-Freak bei euch. Ja, ich verloren. Inzwischen haben wir schon auch ein paar mehr Leute, die jetzt noch mithelfen und ausgebildet werden. Aber also ohne Maria wäre ich verloren, definitiv. Ich hoffe, da würde sich freuen, das zu hören. Ja, mit Sicherheit, bin ich mir sicher. Ja, viele Menschen hassen ja Social Media und Facebook und sagen, nee, bei dem Scheiß melde ich mich nicht an, ich will nichts von mir preisgeben. Jetzt bist du ja auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Bist du denn der Meinung, dass Online-Marketing auch ohne Social Media funktioniert oder denkst du, es ist heutzutage ein absolutes Muss? Klar funktioniert es auch. Also das Problem ist, Online-Marketing ist ja so ein allgemeiner Begriff wie Kraftfahrzeug. Ja, da fällt das Moped drunter, da fällt der LKW, aber auch der Ferrari und der Lamborghini drunter. Ich kenne zum Beispiel Performance-Marketer, die generieren nur mit Pay-per-Click, also mit bezahlter Werbung, Leads für US-Hypothekenbanken. Die kaufen sie für 17 Euro ein, also generieren sie für 17 Euro, weil sie sich halt gut auskennen, wie man das macht, und verkaufen sie für 70 Euro weiter. Ne? So, die machen gar kein Social Media, die kennt auch kein Mensch, aber die verdienen, die schaufeln die Kohle in der Sackkarre hinter sich her. Ne? Aber auch die hatten 3 Jahre Wurzelbildung, ne? Also jetzt gerade nur so, die haben auch 3 Jahre richtig erstmal Kontakte knüpfen, ackern müssen und so weiter. Social Media muss man nicht machen, es hängt halt davon ab, was du möchtest. Grundlegend hatte ich dieses Bedenken, aber übrigens auch, was du gerade gesagt hast, anfangs, ich bin ja schon ein bisschen älter und deswegen, aber das ist ein Denkfehler. Weil du musst eigentlich Social Media sehen wie dein PR-Agenten. Ja, Facebook ist dein PR-Agent. Und bloß weil andere Idioten so doof sind und sich in Badehosen fotografieren oder rotzbesoffen, musst du das ja nicht machen. Ne? Du bestimmst ja, was du veröffentlichst. So,
Und Social Media, wenn du es als deinen persönlichen PR-Agenten siehst, der kostenlos ist und der auch noch dafür sorgt, dass die Leute deine Message weitertragen und du einfach vorher genau weißt, wer du sein wirst, willst oder wer du auch bist, ja, so, und glaub mir, mich in Badehosen, das will keiner sehen. Und deswegen ist es eigentlich ein Denkfehler, ja, weil du bestimmst ja, was du veröffentlichst. Und bloß weil die anderen da jetzt, keine Ahnung, irgendwelchen Schwachsinn veröffentlichen, musst du das ja nicht machen. Das ist halt ihre Art, sich darzustellen, und find halt deine eigene. Ja, so sehe ich das. Ja, sehr richtig, was du sagst. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dir die nächste Frage überhaupt stellen soll oder lieber der Maria, weil ich möchte auf die Online-Marketing-Tools eingehen. Oder die kenne ich schon auch alle. Die kenne ich schon. Ja, okay. Dann kannst du vielleicht im Namen für Maria antworten oder vielleicht hast du auch ein bisschen mit denen zu tun. Was sind denn deine drei Lieblings-Online-Marketing-Tools? Ja, also das Lieblingstool, das kommt drauf an. Also das Lieblingstool, das ich dauernd verwende, ist LastPass wegen den Passwörtern. Sehr cooles Tool. Wir arbeiten momentan mit Optimize Press. Was wir jetzt aber gerade auf ClickFunnels umziehen, zumindest bei den Verkaufsseiten. Arbeiten wir sehr erfolgreich mit ClickTip als E-Mail-Marketing-Software. Ne? Ja. Also das sind so die drei Haupttools. Okay, cool, danke. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage des offiziellen Parts, nämlich, worauf können wir uns in der nächsten Zeit von dir freuen? Ach, das ist ja schon, also ich sag mal so, ich will jetzt erstmal mit meinem Buch wirklich weiter verbreiten. Ich habe also die Zielsetzung, 10 Millionen Exemplare zu verkaufen. Das ist zwar eine spannende Zielsetzung, aber ich finde einfach, das Wissen muss unter die Leute. Und ich werde es jetzt als nächstes dann ins Englische übersetzen lassen und ins Spanische und ins Chinesische. Und dann werde ich mal den Auslandsvertrieb so ein bisschen anfangen. Des Weiteren sind Buchbesprechungen geplant. Also, weil ich habe natürlich das total zusammengedampft. Ja. So, und man kann eigentlich über jedes Kapitel sicherlich noch 1 bis 2 Stunden so sprechen, wie wir das jetzt hier tun und sagen, guck mal hier oder schau mal, so verwendet man das oder hier ein Beispiel oder da, und einfach noch viel, viel tiefer gehen. Und das werde ich halt jetzt Stück für Stück machen, noch so Kapitelbesprechungen, um das zu vertiefen. Da ist auch eine riesen Nachfrage da, weil die Leute dann, ja, wie mache ich das genau mit dem Geldmagneten und wie mache ich das genau, und hier habe ich noch eine Frage und so weiter, und die sehe ich ja jetzt immer mehr, die Fragen, und da gehe ich dann einfach noch ein bisschen tiefer drauf ein. Und das Nächste, ich werde mein ganzes Immobilien-Know-how, also sowohl das für die Privatanleger als auch für die Leute, die das Gleiche machen wollen, so wie Immobilienhandel wie ich, das werde ich alles komplett abdrehen. Das sind ungefähr 1500 Videos, die Skripts und die Themen habe ich schon mal notiert. Also wird nicht langweilig. Ja, ich habe ja Gott sei Dank hier ein eigenes Filmstudio mit voller Ausrüstung. Dann drücke ich einmal auf den Knopf, dann ist alles eingestellt und fertig. Und immer wenn Maria keinen Bock mehr auf mich hat, schickt sie mich da hoch und sagt, los, mach Content. Sehr, sehr cool. Ja, also bleibt weiterhin spannend. Und wie ich sehe, werden wir noch ganz viel von dir hören. Das freut mich auch. Ja, und ich möchte dir zunächst einmal ganz, ganz herzlich danken, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass du auch mir, Immobilien-Otto, das ganze Thema so nahe gebracht hast. Richtig cool. Jetzt bin ich noch heißer, mich wirklich intensiver damit zu beschäftigen. Und ich werde dir dann auch Bescheid geben, sobald ich meine erste Immobilie gekauft habe. Ja. Und jetzt würde ich dich noch fragen, ob du Bock hast auf mein Poesiealbum. Ich habe als Kind gerne im Poesiealbum geschrieben, habe auch gerne mein Poesiealbum weitergereicht. Und wir möchten gerne so ein bisschen mehr von dir privat erfahren. Also du musst jetzt nicht auf die Business-Schiene gehen. Ich stelle dir ein paar kurze Fragen, da kannst du mit einem Satz drauf antworten. Also da kannst du wirklich auch jetzt mal nicht den Immobilienmillionär raushängen lassen, sondern einfach den Alex privat. Den verstecke ich sogar meist, weil ich das eher... Ja, das stimmt sogar, weil wir haben uns ja vor 2 Jahren auf dem IMK kennengelernt und ich habe eigentlich erst im letzten Jahr rausgefunden, was du dann tatsächlich wirklich machst und bist. Nee, grundlegend ist es auch so, weil die Leute behandeln dich dann anders, und für mich ist es eigentlich ganz nett, wenn sie denken, ach, du bist irgendwer, wie die dich dann behandeln, dann weißt du, wie du die Leute einzuschätzen hast. Deswegen kann ich auch noch jedem empfehlen, nicht raushängen lassen, dann verstellen sich die Leute viel besser understated, da sind die Leute viel ehrlicher. Ist auch viel sympathischer, auf jeden Fall. Ja, gut, dann fang... Also machst du mit beim Poesiealbum? Ja, klar. Ja, cool.
Okay, was ist dein absolutes Lieblingsbuch? Mein absolutes Lieblingsbuch. Oh Gott, also erstmal muss ich dazu sagen, ich hasse absoluter Fragen. Ne? So, mein absolutes Lieblingsbuch. In Bezug auf Marketing würde ich sagen, ist es, wir reden jetzt nicht mehr über das Geschäft, sondern du kannst gerne auch geschäftlich und privat antworten. Okay, also geschäftlich ist es dieses Science of Persuasion, auf Deutsch heißt es, von Cialdini, die Kunst des Überzeugens oder so ähnlich heißt es. Privat, Harry Potter. Aha. Ja. Und weißt du warum? Weil ich es einfach fantastisch finde, wie die Frau es geschafft hat, ein ganzes Universum zu zaubern. Und du musst dir mal vorstellen, Harry Potter hat 7 Bände und jeder Band hatte, ich sag mal, 80 Kapitel. Und diese Storys miteinander zu verweben und die Charaktere und die Items dazu und so weiter, ne? Das ist handwerklich so großes Kino, dass es mir A, Spaß macht, es zu lesen, B, aber auch zu sehen, wie jemand sowas aufbaut. Und unter anderem ist deswegen mein Buch auch gar nicht so unerfolgreich gewesen, weil ich da einiges gelernt habe von. Ja, sehr, sehr cool. Und das Lustige an Harry Potter ist ja auch noch gewesen, dass die ersten Verleger das gar nicht gut fanden, ne? Und abgelehnt hatten. Und dann ist die Frau doch so erfolgreich geworden. Coole Story. Ja, davon weiß man aber auch nicht, was wirklich davon Story ist und was wirklich so war. Es gibt ja auch Storys, dass sie auf einer Küchenserviette als Arbeitslose geschrieben hat. Haha. Weil dieses Buch ist niemals auf einer Küchenserviette geschrieben worden, sondern an einer großen, großen weißen Wand, ja, an der ein riesen Storyboard aufgehängt wurde mit ungefähr 50 DIN A4 Blättern. Und vor dieser weißen Wand ist die 300 Mal am Tag hoch und runter gerannt. Also, glaub mir, im Coffeeshop ist es nicht passiert. Ja, da sind wir dann wieder beim Marketing. Ja, das stimmt. Und was ist dein absoluter Lieblingsfilm, auch wenn du diese Fragen hast? Mein absoluter Liebling. Also mein, sagen wir mal, der Film, der mich am meisten beeindruckt hat, ist Matrix. Weil er unterhaltsam ist, er ist actionreich und er hat einen tiefen Sinn. Dann gibt es noch einen zweiten Film, der mich sehr beeindruckt hat. Das ist ein Kinderfilm, der heißt Alles steht Kopf. Oh, davon habe ich schon gehört und den wollte ich die ganze Zeit unbedingt gucken. Kann ich marketingtechnisch nur empfehlen, den mal anzuschauen, weil die Leute, die Macher davon haben es geschafft, eine sehr breite Zielgruppe, nicht breit, sondern hoch anzusprechen. Also ich bin da natürlich nur mit meinen Kindern rein, weil die da rein wollten, weil es sind lustig animierte Männchen und so weiter und handelt von einem Mädchen, das in eine andere Stadt zieht, weil die Eltern einen anderen Job kriegen und das ist traurig und dann wird dargestellt, wie in ihrem Kopf das abgeht und ihr Kopf also ist, oder ihr Bewusstsein ist so eine Art Schaltboard, ja, an dem verschiedene Menschen, da steht die Freude und die Traurigkeit und die Wut und so weiter und die bestimmen halt dann so das Handeln und dann gibt es die Gedächtnisarchive und die guten Erinnerungen und die schlechten Erinnerungen und so weiter und so weiter. Und was die geschafft haben in diesem Film, sie haben es geschafft, erstens, die Kinder sind happy, weil es drollig ausschaut und Witze drin sind. Zweitens, auch der Normalo, der sich jetzt nicht unbedingt mit Philosophie beschäftigt, lernt einiges über das Leben und selbst der Philosophiestudent sagt, wow, da waren aber echt ein paar coole übergeordnete Messages drauf. Und das fand ich echt fantastisch, wie die das in diesem Film hingekriegt haben. Und so habe ich mich auch, das habe ich auch ein bisschen als Inspiration von meinem Buch genommen, weil die Herausforderung war zu sagen, okay, ich möchte sowohl einen Angestellten, einen Selbstständigen als auch einen super erfahrenen Unternehmer mit jedem Kapitel abholen, ohne die anderen zu langweilen. Und da habe ich mich so ein bisschen an diesem Film orientiert, so merkwürdig das klingen mag. Ja, cool. Den muss ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, und wenn die Maria für dich kocht, was ist dein Leibgericht? Wenn Maria für mich kocht, mein Leibgericht. Also in der Praxis macht sie extrem gute Spaghetti mit, wie heißt denn diese so, Nudeln, also Tomate mit Fleisch, wie nennt man das doch gleich? Bolognese, genau. Die macht sie wirklich fantastisch, weil die macht sie nämlich ganz lecker mit, also viele Leute tun in die Bolognese leider nicht genügend angebratene Zwiebeln rein und nicht genügend Knoblauch und nicht genügend, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Karotten.
weil Karotten geben ein unglaubliches Bouquet an diese Dinger. Das macht sie absolut super. Was sie auch macht, ist, sie ist ja Halbmarokkanerin, Französin-Marokkanerin. Sie macht so marokkanische Eintöpfe, das schmeckt echt obergeil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Lieblingsessen. Ja, cool. Und wer ist dein größtes Vorbild? Mein größtes Vorbild. Das ist eine Frage, die wirklich sehr, sehr schwierig zu beantworten ist. Ich würde sagen, Buddha und seine Nachfolger. Okay. Hast du auch einen Lieblingsspruch? Ob ich einen Lieblingsspruch habe, geht nicht, gibt's nicht. Okay. Und welches Fach mochtest du in der Schule überhaupt nicht? Mathematik, allerdings anfangs fand ich es cool, dann habe ich irgendwie den Anschluss verpasst und habe mich gefragt, wofür braucht man den Scheiß eigentlich, und dann konnte ich es auch nicht und wollte es auch nicht. Heute finde ich es wieder spannender, also eine Mischung aus Mathematik und Geografie, weil da was hat mich interessiert, wie lang die Chinesen arbeiten oder die Japaner, das hat mich irgendwie damals nicht so interessiert. Also heute sehe ich das alles ein bisschen anders. Aber ich sag mal so, das war so die, ja, also Mathematik erste Stelle, zweite Erdkunde. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, jemand, der so mit Zahlen jongliert wie du heute, wäre schon immer voll der Mathe-Freak gewesen. Aber dann besteht ja auch bei mir dann noch ein bisschen Hoffnung. Nee, ganz kurz, das ist ja eben das Problem in der heutigen Ausbildung, dass die so wenig praxisorientiert ist. Also ich sag mal, du musst, wenn du kaufmännisch zu tun hast, musst du Prozent rechnen können, du musst addieren, subtrahieren können, du musst so ein paar spezielle kaufmännische Rechnungen können. Aber die kannst du dir alle zulegen, und die würdest du auch können, weil du weißt ja so, dafür brauche ich das und dafür benutzt man das und das macht ja Sinn. Also dass du zum Beispiel sagst, okay, ich rechne meine Fixkosten aus und ich rechne meine Stückkosten aus. Also das eine sind die Kosten, die habe ich immer, und die anderen entstehen, je nachdem, wenn ich hochskaliere, habe ich dann natürlich mehr Kosten, ja, weil ich zum Beispiel Herstellungskosten habe. Aber also sobald ich es anwenden kann, finde ich es immer super. Ne? Wenn es irgendwie so theoretisch ist, wo selbst der Lehrer die Frage nicht beantworten kann, wo brauche ich das jetzt, ja? Was übrigens sehr traurig ist, dann hatte ich da immer keinen Bock drauf. Ja, ging mir genauso. Ich frage mich heute noch zum Teil, wofür ich diese Parabelschablone brauchte. Ich weiß gar nicht, ob du die auch hattest, aber das sind so Sachen, wo ich mich immer gefragt habe, so, wofür brauchst du das nochmal? Und ich habe es nie wieder gebraucht. Naja, kommen wir zur allerletzten Frage, und dann bist du auch entlassen von mir. Was möchtest du werden, wenn du noch größer bist? Bitte nochmal, was möchte ich? Was möchtest du größer bist? Was ich werden möchte, wenn ich größer bin? Ja. Das kam gerade akustisch nicht so durch. Also ich möchte gerne eine Delle ins Universum hauen. Also bei mir sind es weniger reine Business-Ziele, sondern bei mir sind es, weißt du, ich habe sehr viel unternehmerisches Wissen aufgesogen, und jetzt nicht nur Business-Wissen, sondern einfach auch so Lebensunternehmer-Wissen. Steht auch viel in meinem Buch drin, wie wird man glücklich, warum haben die einen Glück, warum haben die anderen Pech und so weiter und so weiter. Und wenn du dieses Wissen irgendwann mal hast, dann tut es dir irgendwie ein bisschen weh, wenn du siehst, wie Leute ihre Beziehungen kaputt machen. Und sie machen sie nur kaputt, weil sie das Wissen nicht haben. Also verstehst du, die sind nicht bösartig oder sonst irgendwas, sondern die wissen einfach nicht die Konsequenzen ihres Handelns oder kennen die Gesetze einfach nicht. Und das finde ich ein bisschen unangenehm. Und vor allem, wenn ich darüber nachdenke, wie sich teilweise die Gesellschaft so entwickelt. Und ich habe zwei Kinder, und hätte es ganz gerne, dass deren Kinder auch gerne ohne Strahlenanzüge spielen können. Und deswegen würde ich meine zukünftige Expansion in Anführungszeichen ein bisschen mehr in die Richtung stellen, eine Bewegung von Leuten, die erfolgreich sind, ohne es auf Kosten anderer zu tun. Und als gute Vorbilder agieren, an denen sich andere orientieren können. Das klingt jetzt so Mutter Teresa-mäßig, ist es aber überhaupt nicht, sondern es ist bittere Notwendigkeit. Wie gesagt, wenn man sich das anschaut, soziale Unruhen, dies, das, jenes. Ich hatte jetzt kürzlich zum Beispiel mit so einem Videodreh mit so einem Format, das wahrscheinlich die Süddeutsche Zeitung sich holt, das heißt Gegenüber.
Und dort saß ich einem Obdachlosen gegenüber. Ne? Und normalerweise entstehen dann so Streitgespräche, aber das war gar nicht mein Ziel, sondern ich wollte einfach verstehen, wie man richtig obdachlos werden kann. Und dann habe ich einfach auch gesehen, die Fehler in dem seinem Mindset, ne? Weil der, egal was er gesagt hat, er hat immer die anderen. Ne? So, das heißt, also er hat sich permanent selber in die Opferposition geredet und ich habe ihm das einfach erklärt, wohlwollend. Ja? Nicht so, kümmere dich mal selber um deinen Scheiß, nicht so, sondern einfach so, pass mal auf. Das ist ja schön, aber du möchtest immer Fische, aber wie wär's denn mit Angeln? Ja, lass dir doch mal das Angeln beibringen, weil du sagst, du möchtest würdevoll behandelt werden, aber wenn die Würde verliert man zuerst bei sich selber, wenn man sich selber nicht für wertvoll hält. So, wenn man selber denkt, man trägt nicht bei, wenn man selber denkt, man produziert nicht, also lern doch erstmal das Angeln. Und das sind halt so Sachen, wo ich denke, weil ich bin kein Moralist, also ich sehe einfach, ich kann dann einen positiven Einfluss auf Leute ausüben, ohne dass die Rollläden runterlassen. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, hört sich nach einem coolen Plan an. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und ich bin mir sicher, dass du noch einiges erreichen wirst. Ja, und dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wirklich ein extrem cooles Interview, hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst auch nochmal. Du bist auch auf der Contra, richtig? Ich bin auf der Contra und ich bin auch auf Omco. Dann sehen wir uns ja zweimal. Ja, das genau. Da sehen wir uns ja ohne Ende. Das ist ja schön. Und Maria wird jedes Mal dabei sein. Ja, das freut mich. Die habe ich ja auch jetzt schon länger nicht gesehen. Ich glaube, auf eine Philly Days das letzte Mal, da konnten wir leider nicht so viel quatschen. Aber dann im September. Ja, vielen, vielen Dank, Alex. Die Links für dein Buch, YouTube-Kanal, knalle ich alle unter unser Video. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis demnächst. Super. Ciao, ciao. Schöne Grüße noch an deine Zuschauer. Ciao, ciao. Tschüss.